Vielen Dank. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, Genitalverstümmelung ist keineswegs ein kulturell geprägtes Phänomen, sondern ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Bereits 1994 konstatierte die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen in ihrem Bericht zum Thema Gewalt gegen Frauen Ursache und Folgen: Frauen seien in zahlreichen Gesellschaften brutaler Gewalt ausgesetzt, die aus der ungebrochenen Wirkungskraft archaischer Traditionen resultiert. Zu diesen Praktiken, die gegen die Menschenrechte verstoßen, zählt auch die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane. Da es keine länderspezifischen Daten über das Vorkommen und die Verbreitung der Beschneidung von Mädchen und Frauen gibt, ist die politische Annäherung an das Thema äußerst schwierig. Allerdings weiß man, dass die meisten der ca. 100 Millionen beschnittenen Mädchen und Frauen aus 26 afrikanischen Ländern stammen. Jedes Jahr sind zudem etwa 2 Millionen Mädchen von einem solchen Eingriff bedroht. Schon heute sind in einigen Regionen Afrikas faktisch mehr als 90% der Frauen im Alter von 14 und älter beschnitten. Das ist eine Katastrophe. Das ist die Vernichtung des weiblichen Körpers, und zwar in der Regel durch die eigene Familie. Eine gesunde Sexualität und die daraus resultierende Persönlichkeitsentwicklung sind ihnen folglich kaum noch möglich. Damit stellt die Genitalverstümmelung faktisch eine schwere Verletzung des Menschenrechts auf körperliche und seelische Unversehrtheit dar. Dieser Eingriff in die körperliche und psychische Integrität eines Menschen kann durch keine kulturelle oder religiöse Tradition gerechtfertigt werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen kein Problem am anderen Ende der Welt ist. Auch in Deutschland sind Mädchen und Frauen dem Risiko ausgesetzt, zu Opfern von Genitalverstümmelung zu werden. Nicht zufällig wird die Verstümmelung weiblicher Genitalien seit September 2013 als eigener Strafbestand gemäß § 226a StGB eingestuft. Hinzu kommt, dass neben den akuten durchaus auch chronische körperliche Komplikationen sowie gravierende psychische und soziale Folgen entstehen können. Aus diesem Grund ist bei der Behandlung von betroffenen Mädchen und Frauen für medizinische Fachkräfte neben einem guten Fachwissen auch eine besondere Sensibilität für die soziale und psychische Situation der Betroffenen erforderlich. Angesichts der verheerenden Folgen, die Genitalverstümmelung für die betroffenen Opfer bedeuten, darf die Politik das Thema keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Zu glauben, Menschen aus archaischen Herkunftskontexten legen ihre kulturellen Prägungen bei der Einreise ab, ist grob fahrlässig. Aus diesem Grund muss die Politik sicherstellen, dass Mädchen und Frauen in Deutschland vor der Verstümmelung ihrer Geschlechtsorgane geschützt sind. Lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Vielen Dank. Frau Petersen, ich gehe davon aus, dass Sie Ihre neutrale Maske heute nur vergessen haben. Bitte denken Sie beim nächsten Mal wieder dran. Danke.